herzlich willkommen zur neuen Tour. Heute etwas anders. Wir fahren heute nämlich auf großer Deutschlandreise. Ich will in 10 Tagen so viele Städte schaffen, wie es geht, zu besichtigen. Zwar werden wir nicht alles sehen, aber ich werde mir Mühe geben. Und heute starten wir von Ohlstedt in Hamburg. Erstmal Richtung Hauptbahnhof. Und danach geht es nach Bremen. Und das alles mit dem Deutschlandticket für 49 Euro. Also heute ohne Rad. Ihr seht das auch. Zum ersten Mal ohne Helm. Ja, und jetzt geht's weiter. Viel Spaß bei diesem Vlog. So, wir sind denn jetzt in Bremen angekommen. Ja, jetzt in Bremen, im Hotel angekommen und das ist die Aussicht. Hier aus dem Hotel. Ja, und jetzt wird was gegessen und dann zeige ich euch Bremen. Ja, hier sind wir am Loriotplatz in Bremen und wir gehen mal ein bisschen runter. Ja, hier am Loriotplatz sehe ich gerade, da ist auch noch eine Mühle. Wenn ihr es wisst, wie sie heißt, schreibt es in den Kommentaren. Ich weiß es leider nicht. Ja, und jetzt glaube ich, wir nähern uns dem Rathaus in Bremen. Aber wir gehen jetzt erstmal zu den Bremer Stadtmusikanten. So, wir sind jetzt hier bei den Bremer Stadtmusikanten. Und jetzt geht's weiter. Ja, und hier sind wir jetzt am Rathaus von Bremen. Also wunderschön hier in Bremen, hätte ich gar nicht so gedacht. Musik.
Ja, ein bisschen erinnert mich dies hier an Dresden, aber in kleinem Format. Also es lohnt wirklich, einen Tagesausflug mal nach Bremen zu machen. Ja, richtig schön hier. Fühlt man sich so ein bisschen in der Zeit versetzt. Ganz schmale Gassen hier. Ja, und dieser hier neben mir gründete den Schnorrverein. So, und jetzt geht's weiter in Bremen Richtung Schlachte.
Mal gucken, was uns da so erwartet. Ja, und jetzt sind wir in Bremen immer noch und bei der Schlachte. Und hier nebenan seht ihr die Weser. Also für den ersten Tag hier in Bremen muss ich sagen, da habe ich was richtig Schönes ausgesucht. Also es lohnt wirklich hierher zu kommen. Ja, und dies ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, das alte Beck-Schiff außer TV-Werbung. 80er oder 90er müsste das gewesen sein. Ja, und weiter geht's hier an der Schlachte in Bremen. Ja, wir gehen jetzt hoch zur Schlachte. Da gibt es dann verschiedene Restaurants, Live-Musik. Und hier unten waren wir an der Promenade bei der Schlachte. Das wollte ich noch mal schnell berichtigen. Und weiter geht es. Ja, und hier im Einkaufszentrum in Bremen, am Boden, da haben sich alle verewigt, alle Größen aus Bremen mit ihrem Handabdruck. Ich zeige das mal hier. Ja, und wir gehen jetzt weiter. So, jetzt bin ich im Hotelzimmer angekommen. Das war der erste Teil von Bremen. Für das 49-Euro-Ticket 10 Tage durch Deutschland. Ich will wenigstens versuchen, 5 Orte zu schaffen. Wahrscheinlich wären es auch mehr. Ja, und wo es morgen hingeht, das entscheide ich erst spät in der Nacht. Das buche ich ganz kurzfristig.
Aber jetzt zeige ich euch erst einmal diesen Raum. So, eine Garderobe mit Spiegel. Eine kleine Essecke auf dieser Seite. Schön großes Bett, da werde ich mich ein bisschen rumlümmeln und erholen und entscheiden, wo es morgen hingeht. Ja, und zu guter Schluss noch ein Fernseher und dann zeige ich euch jetzt einmal die Toilette. So, hier ist dann die Toilette. Recht gut. Also für mich reicht das völlig aus. Hier ist dann die Dusche, auch ausreichend. So, dann verabschiede ich mich. Im nächsten Teil seid ihr hoffentlich wieder dabei. Bis dann.